Am nächsten Tag kommt ein Transport aus dem Konzentrationslager Lome. Es musste aufgrund der nahenden Front evakuiert werden. Über 1500 Männer, nur wenige Invaliden. Wer auf dem Marsch nicht weiter konnte, war erschossen worden. Durch die Reihen der Gefangenen geht ein Schwanken. Namensaufruf bedeutet, dass man noch Stunden stehen muss. Der Aufruf beginnt. Man hört Geschrei und Schläge. Es ist dunkel. Der Appell dauert schon über eine Stunde. Das Kommando, das im Kupferwerk arbeitet, hat im heutigen Bombardement Verluste gehabt. Verdammte Saubande! Noch einmal abzählen! Sie liegen da, mit angstvoll aufgerissenen Augen. Sie wissen, was sie erwartet, wenn sie zurückbleiben, und versuchen mit allerletzter Kraft, das Lagertor zu erreichen.